So, kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Wir haben hier den aktuellen Audi A3, in dem Fall die Limousine, wie ihr seht. Wir haben einen 1.8 Turbo verbaut, 180 PS, 250 Newtonmeter. Der Grund des Besuchs ist ganz klar, eine Leistungssteigerung, da wollen wir gar nicht lang hin und her reden. Jetzt würde ich sagen, hier draußen ist eiskalt. Marcel, gehen wir ab ins Auto, ab auf die Piste. Gute Idee. Bis gleich. So, hallo YouTube. Der Marcel und ich sind unterwegs im Audi A3, in dem Fall 1.8 Turbo, aktuelle Generation. Haben 180 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment. Der Grund, warum der Kunde das Fahrzeug zu uns gebracht hat, ist, dass er eine Leistungssteigerung haben möchte. Verbaut ist hier aktuell gerade eine Downpipe und ein Endschalldämpfer. Da kommen wir auch nachher noch zum Soundfile im Anhang dann. Was ich sagen muss, das Auto fährt sich richtig gut. Was meinst du? Richtig knapp. Die Straßenlage genial. Also im Vergleich zum Vorgänger, der Vorgänger war schon gut, aber der hier macht richtig Spaß. Wir haben hier einen 6-Gang-Handschalter. Die 6-Gang-Handschaltung ist sehr direkt. Relativ kurze Schaltwege. Das Einzige, was man halt merkt, ist, es fehlt ihm einfach ein bisschen die Leistung. Ja? Es ist einfach 180 PS, 250 Newton ist jetzt nicht wenig, aber es ist einfach so, er würde noch deutlich mehr Spaß machen, wenn man ein bisschen mehr Leistung hätte. Und das ist auch der Grund, warum der Kunde, sag ich mal, hier ist. Jetzt würde ich sagen, als nächsten Schritt machen wir euch ein kleines Tacho-Video-Serie. Und würde sagen, in dem Sinn, bis gleich. Ciao. So, jetzt kommt, wie versprochen, ein kurzes Tacho-Video vom A318T. Wir sind im zweiten Gang und geben Vollgas. Dritter Gang. Als ihr seht, er läuft jetzt nicht so schlecht. Aber natürlich mit der Kennfeldanpassung kann man deutlich mehr rausholen. Jetzt würde ich sagen, geben wir ab nach hinten für ein kleines Soundfile. Und dann kommen wir zu einem kurzen Fazit. Und dann mache ich mich ans Umschreiben vom Kennfeld. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Ciao. Würde ich sagen, kommen wir zu einem kurzen Fazit, bevor ich mich dran mache, das Kennfeld umzuschreiben. In dem Fall das Motorkennfeld. Wir haben ein Schaltgetriebe, das heißt, Getriebe bleibt wie es ist. Was soll ich groß sagen? Schönes Auto, wir haben ein tolles Fahrwerk. Ein bisschen Leistung fehlt, aber deswegen ist der Kunde ja hier. Das machen wir ihm jetzt und da bin ich mal gespannt. Ziel ist nachher, ist es noch. Oder wird noch eine Downpipe verbaut, da ist nachher das Ziel so 240, 250 PS und knapp so 350 Newtonmeter. Aus Erfahrung streuen die immer ein bisschen nach oben. Von dem her hoffe ich, dass es hier genauso ist. Jetzt würde ich sagen, ich mache mich ab an die Arbeit. Ihr seht dann den Rest im Video Teil 2. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Video. Ciao.